Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von No Man's Sky. Ja, unser Schiff ist irgendwie putt. Unser Kollege hier ist übelst kaputt gegangen. Und wir müssen diesem Schiff hier jetzt helfen. Es ist nicht gut. Und ich habe die Sorge, dass unser anderes Schiff auch flöten geht. Weil der hat nämlich nichts. Also die Negotiation hatte ja noch Gewehre. Soweit ich weiß. Noch ein, zwei. Okay, was hast du denn? Ja, eins für Witz. So, funktioniere. Fregattenreparatur, ey. Glaub's auch nicht mehr. Okay. Ja. Auf der anderen Seite gleich auch nochmal. Oh, ist das Ding kaputt. Ja, dafür kann ich jetzt auch nichts mehr. Ich hoffe, wir brauchen nicht noch mehr reines Metall. Ah, da ist dann noch eins. Oh je. Oh je. Naja, wenigstens. Alter, das ist so cool. Guckt euch das mal an. Dieses Schiff da vorne, ey. Das ist so cool. Alter, jetzt spielen wir hier einfach mal so reines Verritt. Es läuft. Hier oben auch noch, ne? Nee. Hier oben gar nicht. Drinne und auf der anderen Seite. Ich hoffe, wir fliegen hier nicht irgendwie. Okay. Wir fliegen hier nicht irgendwo mitten in den Weltraum oder sowas. Das wäre ja mega blöd. Aber ich glaube, das passiert hier nicht. Was hast du denn, mein Freund? Genau das gleiche. Reines Verritt. Ach ja. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ah. Danke. So. Aber ganz hoch mit dem Boost komme ich nicht, ne? Doch. Ich fall runter. Es hätte geklappt. Aber nur fast. Oh, nein. Nicht so mit mir. Reines Ferrit reicht. Wir haben noch ein bisschen reines Ferrit drüben gehabt. Okay, wir sollten eigentlich hochkommen, ne? Wow. Ey, das geht. Okay, hoch damit. Hoch die Flossen. So. Einfach nein. Danke. Noch drei Komponenten. Okay, wir werden auf jeden Fall viel reines Ferrit benötigen, wenn mal unsere Flotten kaputt gehen. Okay, passt. Next. Okay, da hinten ist noch was. Wo ist der letzte? Wir laufen erstmal und gucken. Drinne ist noch was. Hä? Ah, wir können hier vorne rein, oder was? Dann haben wir noch einen. Aha. Hä? Jetzt. Okay, komisch. Kam gerade nicht ganz rein. Luftschleusenkontrolleinheit. Was ist das denn? Okay. Ah, jetzt geht's wieder zu. Guck mal. Läuft wieder. Die Luftschleusenkontrolleinheit hat wieder gesponnen. Und das gleiche ist wahrscheinlich auch auf der anderen Seite. Hi. Ay, caramba. So. Aber wenigstens haben wir jetzt unser Fliegerchen hier nochmal repariert. Ich finde cool, dass es das gibt. Also, nicht so ungut. Es würde wahrscheinlich nerven, wenn es jedes Mal passiert. Aber jetzt so einmal oder vielleicht auch nochmal. Ah, das ist schon cool. Kann man nichts sagen. So, du läufst hier ein bisschen rum, schaust dir das Schiff an, reparierst deine Einheiten. Hat schon was. Okay.
Passt. Okay. Chefchen, du funktionierst wieder, habe ich gehört. Ich hoffe, der andere packt überhaupt unsere eingehende Nachricht. Ich kann hier nicht kommunikaten. Ja, ich muss hier rein. Ich muss dem Kommunikator. Was ist denn los? Hallo, Freunde, wir sind in Position unterwegs, identifiziere dich oder lebe mit den Konsequenzen. Wie meinst du das ernst? Wir sind keine Lügner-Gig. Die Entität scheint feindlich zu sein, aber trotz ihrer Androhung von Konsequenzen glaube ich, dass sie blufft. Sie sieht weder nach einem Krieger aus, noch identifizieren. Ich gebe mich als Reisender auf der Suche nach Hilfe zu erkennen und sorge damit dafür, dass der Gig auf dem Bildschirm Kommunikator spät. Er scheint sich nicht sicher zu sein, ob er mir vertrauen soll. Nach einem kurzen Moment informiert mich der Gig, dass er bald bei mir sein wird. Er hofft, dass ich in Frieden komme. Ja klar. Komm vorbei, Junge. Aha. Okay, ich wollte erstmal hier drauf. Bevor wir irgendwas machen. Oh, wir haben eine angehende Nachricht. Was ist denn los? Ich muss leider eine erhebliche eindringliche Kapitän unserer Flotte wohl schwer beschädigt. Hab ich mir schon gedacht. Schanzbericht ansehen. Flotte zurückrufen. Habe ich mir schon gedacht, dass sie das nicht packen. Okay, muss man sich halt mal merken, dass die im Krieg jetzt vielleicht nicht die Besten sind. Ah, schade. Na gut, okay. Dann müssen wir halt nochmal gucken, wie wir das machen, ne? Boah, diese Musik im Hintergrund. So, wir gucken nochmal zur Sicherheit, ne? Genau, hier ist der Kollege abgeschlossen. Flottenkommandant bereit. Nachbesprechung mit Kommandanten. So. Zwei Supraleiterphasen, immerhin. Okay, muss wegen Reparaturen zurück. Ja, ist okay. Supraleiterphasen, was bringen die denn uns? Was sind die denn? Supra? Leiter? Ach, die sind im Frachter wahrscheinlich. Die bringen uns 100.000. Ja, dann... Ich will hier nichts Falsches sagen. Das können wir auch in den Raumschiff reinschmeißen. Wir können aber auch die Technologiemodule in den Lagerbehälter werfen. Das kommt auch ins Raumschiff. Lebenserhaltungen. Raumschiff. Raumschiff. Okay. Okay, okay, okay. Navigationsdaten. Iridium kommt auf den Frachter, genau. Unchromatisches Metall nehme ich dieses Mal mit. Man weiß ja nie. Ich erinnere nur an das letzte Mal. Ja. Es scheint jemand gelandet zu sein. Oder wird gerade landen. Dann können wir mal... Oder nee. Wir fliegen zur Station und verkaufen das dann. Aber erstmal zu dieser Anomalie. So. Und tschüssken. Auf geht's. Okay, ich hoffe... Nein! Ah. Ich wollte nämlich eigentlich gerade rausfliegen und auf die andere Fregatte nochmal anschauen. Aber jetzt passiert sowas. Na gut, okay. Müssen wir nochmal kurz auf. Okay. Und los geht's. Hallo. Ich muss aussteigen. Und nochmal einsteigen. Glaubst du gar nicht. Na? Dankeschön. Oh! Jetzt aber! Ja. Okay. Hoffen wir jetzt doch mal das Beste. Ich wollte, wie gesagt, mir noch den anderen anschauen. Das sind aber ganz andere Fregatten, die uns gerade begrüßen, ha? Huh? Okay, der braucht gleich Hilfe. Da fliegen wir gleich hin.
So, ich will erstmal den da haben. Bin ich hier richtig? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier richtig sind. Aber wir sind wieder auf der falschen Seite. Ja klar sind wir auf der falschen Seite. Was glaubst denn du? Natürlich. Da. Und los geht's. Und landen. Wow. Wir sind außerdem gegengedotzt. So, jetzt... Es wird wieder Polo sein. Polo hat uns gedroht? Ist das so? Aha. Okay, ist es ein letzter oder so? Ich bin Priester Nala. Andersartiger Korax. Geheimnis bewahren. Wesen starrt mich in dunkle Maske an. Ort zwischen Herzen der Anomalie. Erklärt mir Frequenz. Nada von deiner Reise erzählen. Und sage nur, dass ich ein Reisender bin, der nach Hilfe sucht, dass ich durch ein Portal gekommen bin, um meinen Freund zu retten. Als ich das Portal erwähne, beginnen die Lichter zu machen, zu zucken. Wer hat Reisender gesagt? Portal wiederholen. Ich erkläre, dass ich ein Portal aktiviert habe und so hergekommen bin. Nada wirkt erschrocken. Was hat der Reisende im Durchbruch gesehen? Hat er dich gesehen? Hat dich der Atlas gefunden? Bitte, du hast nicht dorthin zurückkehren. Nada schreckt noch mehr, als ich ihm von seiner Begegnung mit dem Atlas der Abenteuer erzähle. Er beginnt mich mit seinem Hellvisier zu scannen und nach etwas, das er Wildheit nennt, zu suchen. Als Nada seinen Scan beendet hat, beruhigt er sich endlich. Er fragt, warum ich hergekommen bin. Nada von Artemis erzählen. Erzähle Nada, dass ich Überreste von einem Reisenden namens Artemis dabei habe. Einem Entdecker, der sein Leben verlor, als er versuchte, andere Art zu finden. Ich bin gerade dabei, die Eigenschaft des Gedankenbogens zu erklären, als Nada ihn berührt und die Lichter auf seiner Maske hell leuchten als zuvor. Es ist Echo. Ich hätte nie gedacht, die Seele eines Reisenden zu sehen. Du bist so schön. Artemis Echo leidet und ist getrennt. Reisender, wir können ihm helfen, aber dafür muss eine Entscheidung getroffen werden. Artemis Echo wird nie wieder einen Körper haben. Wird nie wieder etwas entdecken. Sein altes Leben für immer vorbei. Du musst entscheiden. Lade ihn in die Maschine hoch, wo er in seiner alten Subsimulation weiterleben wird. Oder helf Artemis Echo sein Leiden zu beenden. Was ist denn die Simulation? Ich frage, wie das Leben in der Simulation aussehen würde. Nada hält einen Moment und starrt mich seltsam an. Nada sagte mir, dass sich Artemis immer noch über die Dinge freuen würde, die er erlebt, aber wenn er von seinem Schicksal erfahren sollte, dass er allein und nicht mehr real ist, keine Freude mehr treffen kann. Zu wissen könnte ihm großen Schmerz bereiten. Lade ihn mal schon, wo er sein muss, oder... Wir beenden das. Entschuldigung. Geh und sprich mit Polo Reisender. Er wird helfen, die Maschinen zu kalibrieren, egal wie du dich entscheidest. Wir müssen es zu Ende machen. Was auch immer du tust, Reisender, ich werde helfen. Ich möchte nicht, dass er leidet. Nada hat mir gesagt, was du tun musst. Du solltest wissen, dass wir dich unterstützen, neuer Freund. Egal wie du dich entscheidest. Die Anomalie hat viele Geheimnisse. Eines davon offenbart sich mir. Eine ruhende Maschine, die jetzt aktiviert wurde. Das ist die Maschine da hinten. Ja, das ist das Ding da hinten. Wir beenden es. Hallo? Jetzt. Autorisieren der Priester in die sekundäre Simulation aktiviert. Uralt und mächtig, ein Relikt einer Welt, die vor langer Zeit zerstört wurde. Während ich vorher stehe, erzählt Nada von ihrem Ursprung davon, wie er 1000 Entitäten starben, um vor der Zerstörung des Korax Primus zu bewahren. Das ist ein Gebet für den Atlas. Nada erklärt mir nicht, wie eine Simulation als Gebet dienen kann. Ich verstehe dieses falsche Sonnensystem. Es wird Artemis als Heimat dienen, sollte ich das wollen. Simulation als Gebet, aber diese Maschine, dieses falsche Sonnensystem. Das ist eigentlich so Himmel und Hölle. Dann laden wir ihn doch hoch. Ich lade Miss in die Simulation hoch und ein blauer Blitz zuckt vor mir durch die Luft. Nach einem Moment verschwindet er in der Tiefe der Maschine. Nada sagt mir, dass es erledigt ist und meinetwegen gestattet er Übertragungen innen aus der Simulation heraus, zumindest solange die Station sichere Systeme durchquert. Er wünscht mir viel Glück für meine Reise und sagt mir, dass Artemis etwas Zeit brauchen wird, um das neue Leben zu gewöhnen. Ich gehe mal davon aus, dass da alles Taco wird. Hab jetzt mal aus meiner Rationalität jetzt mal kurz gedacht. Okay.
Und ich möchte mit ihr reden. Nada. Okay, wird vor der Verderbnis gerettet. Okay, krasser Typ. Okay, ich will eine Sache erstmal nachgucken. Haben wir auf dem Frachter genug reines Ferrit? Ja. Dann können wir den anderen auch nochmal schnell reparieren. Der ist ja auch fast draufgegangen. Und das war nicht so geplant. Chaka, wo ist er denn? Rotierbare Fregatte? Mhm. Apollo? Empfängst du... Der Herr Holotem ist zeigt wieder verfügbar. Dein Signal war, dachte du wärst fort. Es tut gut, Apollos Stimme zu hören. Ich habe das Gefühl, schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen zu haben. Erklären. Ich versuche Apollo meine Erfahrung so gut wie möglich zu beschreiben. Das Tor der seltsamen Flinte, eine gewaltige Maschine, die karmesinrote Kugel. Wenn ich spreche, merke ich, dass die Erinnerungen selbst instabil sind und ich keine klaren Gedanken fassen kann. Das ist alles ein dumpfes, schmerzendes Rot. Ich sage Apollo, dass ich glaube, den Atlas selbst gesehen zu haben. Du hast ihn gesehen, du hast den Atlas getroffen, diese Spezies, die Geg, die Korvaks. Verehren ihn jetzt Gott, ich hätte nie gedacht, dass er real ist. Geht es dir gut? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du mitgemacht hast. Furchterregend, auf jeden Fall. Apollo von den Dingen, die der Atlas gesehen hat, gesagt hat, wie er von reisenden Wächtern gesprochen hat. Als wären die Protokolle und kein Lebewesen. Was wir für ihn sind, wie er mich angeschaut hat, fühlte sich so an, als wäre mein Leben und Tod zu zerbrechlichen Träumen und keine realen Konzepte. Wenigstens hatte dir nichts getan und ich glaube, mit dem, was du gerade gesagt hast, lässt sich etwas anfangen. Die Korvaks huldigen den Wächter, weil sie glauben, dass sie diesem Atlas dienen. Sie sollten weiter Nachforschung anstellen. Diese Maschine wird zum Nest des Wächters, der Wächter führen. Im Hand und Tränen reicht sein. Es geht nicht um Geld. Ich deute an, dass das Gerede über finanzielle Belohnung zu diesem Zeitpunkt absurd ist. Der Atlas wird feindselig mit unerklärlichen Motiven und einem unergründbaren Zweck, ganz zu schweigen von all den Dingen, die seither passiert sind. Ich erzähle Apollo von Artemis Grab und meiner Begegnung mit dem mysteriösen Reisenden Null. Ich deute an, dass es hier um mehr geht, als um die Gelegenheit, Eunice zu verdienen. Artemis ist tot. Ich weiß nicht. Wie, wer würde... Ich weiß, dass ich mich sehr über ihn lustig gemacht habe. Aber es war einfach. Er hat sich Sorgen gemacht. Er hat geglaubt und ich... Was ist mit ihm passiert? Wo hast du Artemis bekommen? Ich möchte mich abschieben, wenn ich kann. Ihn von deiner Entscheidung erzählen. Ich sage Apollo, dass Null mir von einer Möglichkeit erzählt, Artemis zu retten. Anfangs ist Apollo bei dem Gedanken, Artemis zu treffen, aufgeregt. Aber ich erkläre ihm, was ich getan habe. Ich erzähle ihm, dass Artemis Seelen in einer Simulation weiterlebt. Wenn ich verlassen kann. Eure Entscheidung richtig. Es dauert lange, bis Apollo widerspricht. Wird er glücklich sein? Ich hoffe es. Du hast es richtig getan. Du hast es versucht, was auch immer du gerade fühlst. Du sollst wissen, dass du ein guter Freund bist. Ich muss durch das Portal gehen und zu dir kommen, so viel ist sicher. Wir müssen die richtige Glyphenabfolge, die richtige Adresse für deine Welt finden. Ich finde einen Monolithen, suche die Daten nach Muster, diese Dinge. Das sind Maschinen, wir müssen nur ihren Code verstehen. Kommunikation beenden. Okay. Wir können einen Frachter kaufen, noch immer. Ich wollte mir das gerade mal angucken. Ah ne, wir können auch so hinfliegen. Das ist schon cool, dass wir hier... Also jetzt außerhalb der Mission, ne... Finde ich das cool. Flottenfrequenz. Bist auf Suche nach einem neuen Schiff. Zeig mir mal, was du hast. Ahoi. Oh, ist ein Kämpfer. Oh, das war schon cool. Oh, Mann, oh. Ich will Schiffe haben. Ich will Geld verdienen. Ich will alles. Aber wir müssen zu unserem Kollegen da zurück, zu unserem Forschungsschiff. Das ist ja mega ramponiert. Alles andere bringt gerade nichts. Das ist aber jetzt ein anderes Schiff. Das wird wahrscheinlich anders aufbereitet werden. Erbärmliche Narren haben versucht, unser mächtiges Schiff zu zerkratzen. Eindringen, Kapitän, der uns eure glorreichen hat. Aber wenn dein Wunsch ist, dann zieht Reparaturen. Ja. Schadensbericht. Automatische und interne Schadensbegrenzung zu versagen. Steht bevor sofortige Reparatur vorliegt. Zeig mir an, wo. Ich werde euch nicht verlieren. Das könnt ihr mal direkt knicken, Leute. 4 nur. Silber. Okay. Das wird teuer. Silber. Eieiei. Was haben die denn gemacht? Sind durch einen Meteoritenhagel geflogen? Ich glaube, wir brauchen nochmal 50 Silber, ne? Ich glaube, es fehlt noch einer. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr hin.
gucken mal. Oh, haben wir Glück. Das sieht schon cool aus. Oh, wie cool. Ach, das ist der Antrieb. Oh, es funktioniert alles wieder. Wow, okay. Ja, Jungs, alles gut. Ich sag's euch. Alles Taco, alles Roger in Kambodscha. Wir haben's geschafft. Wir können wieder fliegen. Ihr seid gute Jungs. Ihr bemüht euch um alles. Ist aber auch ein cooles Schiff. Und ich find's auch gerade mega fancy, dass... Aua! Nicht bewegen. Ich bin aus Versehen gegen dieses Schiff gestoßen. Und ich will eigentlich zu unserem anderen... Zu unserem... wo ist denn unser Kreuzer? Da hinten ist der andere? Unser Kreuzer müsste dann hier unten sein. Ach, der ist genau unter uns, okay. Glück gehabt. Gut gelandet. Okay. Okay. Einmal erstmal kurz landen. Ich will alles aufladen, was wir haben. Uran, Warpzellen. Hier haben wir sehr viel Zeug, was wir verkaufen können für sehr viel Geld. Multiwerkzeug. Ja. Ja, da brauchen wir noch eine Menge. Ich will mal ganz kurz eine Sache gucken. Ich kann ich noch nicht. Ich muss nämlich ein Stück weiter hochgehen. Und dann kann ich erst bauen. Ungefähr hier so, ne? Genau. Ich will mal nur kurz gucken, wie viel der Kollege hier kostet. Der da. Natriumnitrat und Mikroprozessoren. Okay. Natrium und Mikroprozessoren. Wir brauchen ein paar davon, damit wir unsere Sachen hier endlich herstellen können. Ah, sehr schön. Ich fliege nochmal auf die Station, gucke, ob ich was verkaufen kann, ob ich ein bisschen Natriumnitrat kaufen kann und sowas. Wir werden schon sehen. Wo ist die Station? Da hinten ist was anderes. Eieieiei. Da. Na, unser Großschiff ist in der Nähe. Ich mache mal eine ganz kurze Pause, ich bin gleich wieder da. So, entschuldigt vielmals. Ich muss dir kurz was erklären. Ja, moin, hey. Scherzkeks. Der Planet ist so unfassbar grün. Was ist denn mit dem passiert? Den haben wir schon mal. Na. Ja, ich will nicht nochmal auf Leilien rumreiten. Das wäre es jetzt noch. So, was haben wir gebraucht? Wir haben alles vergessen. Wir können ja mal gucken, Bergbaustrahlen und sowas, ne? Modulverbesserungen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Magnetisch, Natriumnitrat. Wie viel Natrium haben wir denn eigentlich? 210. Ja, so ein bisschen Natrium hätten wir eigentlich. Ihr müsst eigentlich mal gucken, wie wir Natriumnitrat noch herstellen können. Oder zumindest in großen Massen. Ah, wir gucken erstmal. Wir gucken erstmal auch, dass wir ein bisschen Geld wieder machen, weil wir sind doch sehr arm gerade. Und mit den Missionen auch noch nicht mal am Ende. So. Ah, ich habe auch mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass diese Missionen so ein bisschen erzwungen sind. Also ich kritisiere das jetzt auch mal. Weil nach ein paar Mal denke ich mir dann schon so, muss das sein. Und diese Corvax-Dinger brauchen wir nicht, aber Lemmium. Oh ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Okay, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Natrium. Wie viel würden das kosten, würden wir das in großen Mengen kaufen? Ja, so ein bisschen können wir kaufen. Ja, komm, weg damit. Ionenakku am Ammoniak. Ammoniak ist gut für die Rüstung da. Wir nehmen mal ein bisschen was mit. Also für die... Moment, ich zeig euch, was ich meine. Das hier. Ne, nur das hier. Ah! Ich bin so doof. Egal. Ey. Wie viel Geld haben wir? Ach komm, her. Wir bräuchten eigentlich so S-Dinger,
so S-Scanner. So von der Stufe S. Weil mit unserem jetzigen Scanner können wir nicht viel reißen, habe ich das Gefühl. Guck mal, hier ist eine Wasserpistole. Wasserpistolen. Kauf dir selber eine. Ja. Zeig mir mal, was du so hast. Ja, Scanner-Modul B halt wieder. Wir hätten die Möglichkeit. Wir haben noch nicht mal A. Bergbaustrahl S. Ansonsten C. Das wäre halt Plasmawerfer, Bergbaustrahl, Impulswerfer. Oder zumindest A. Ich würde mich da jetzt auch nicht mehr so... Ja. Ah, genau. Ich weiß, was ich möchte. Ich möchte gucken, ob es hier irgendwie so ein Transportdingeling gibt. Wo haben wir das denn? Da. Nee, gibt's nicht. Raketenstiefel. Raketenstiefel scheinen irgendwie so total beliebt zu sein. Aha. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade so ein bisschen aufgeschmissen. Jetzt sind Nanithaufen. Was haben wir denn hier? Die gucken mal. Das ist eine Frau. Zumindest sieht sie fröhlich aus. Gibt es hier vielleicht für den Phasenstrahl irgendwas mit S? Würden wir jetzt hier was mit S haben? Ich überlege mir, ob ich mir den echt nicht machen würde. Positronen. Hyperantrieb, Infomesse, Raumschiff. Nee. Dann gibt es auch nichts mal was mit B. Okay, also die können nicht so wirklich bauen. Ich das schon? Nee. Kannst du keinem erzählen. 12. Ich überlege, ob ich mir hier von denen noch was hole. Oder vielleicht von den Geek. Die Geek müssten eigentlich theoretisch die besten Mittelchen haben, um zu scannen. Ich würde mal gerne in ein Geek-Gebiet reinspringen und gucken, ob die vielleicht gute Scanner haben. Wir haben bisher nur Vuken und die anderen hier. Ihr habt aber bisher keine Geeks. Und das könnten wir vielleicht als Disposition gerade sehen. Kovacs genauso. Geek. Bringen wir mal einen Geek rein. Wenn die das jetzt haben, das wäre jetzt eigentlich ganz cool. Weil die Geeks sind ja eher so Sammler und sowas, ne? Die sind jetzt nicht so aggressiv oder sowas. Das sind eher so die Knuddelwuddel, sind eher mehr die Forscher. Die Korvax sind halt andere Viecher nochmal. Ja, wir müssen mal gucken. Guck mal. Hier ist so eine süße Geek-Station, da fliegen wir mal drauf. Vielleicht finden wir ja was. So. Tschüss, Skin. Können wir locker reinfliegen. Gibt kein Problem. Wir landen. Und gucken uns nochmal um hier. So. Hey, hombre. Alles gut, hombre. Jo, passt. Da. Ist jetzt nur mal ein Versuch. Zudem waren wir hier eh noch nie. Alter, ist das hier neblig aus. Ja, was haben die denn gemacht? Oh, hier gibt's was. Schlüsselte Navigationsdaten. Navigationsdaten sind immer gut, da vorne sind noch welche. Ah, und hier können wir unser Inventar aufbessern. Ja, klar. Natürlich. Wie viel Quanto Costa? 150. Ist ja kein Drama. Oh, was? Oh, auch nicht schlecht. Ich möchte. Ja. Ja, schnupper ruhig an mir. Scanner-Modul A. Das reicht schon. Nein! Ich hab den Glutsperr gekauft! Oh! Ich bin so dämlich. Egal. Den installiere ich aus Trotz. Und wenn ich einen Glutsperr bekomme, der gut ist. Nicht schlecht eigentlich. So. An den
knall ich mal da rein. Was bringt er denn? Oh. Dann nehme ich den Scanner-Radius hier hinten raus, ne? Der bringt ja schon mal viel mehr. Ja, moin. Okay, wir brauchen definitiv Naniten. Ich guck mal, ob wir hier auch noch einen Nanitenauftrag nehmen können. Wir haben ja eh schon so viel. Boah, Alter, was wir hier alles haben. Ja, weil ich ja jetzt den Glutspeer gekauft habe. Ich hält. Kann ich mir jetzt den Glutspeer auch wenigstens installieren? Nee, natürlich nicht. Für chromatisches Metall und verdichtetes Metall. Kannst keinem erzählen. Alles gut, komm mal. Der sieht aber ein bisschen anders aus als deine Freunde. Ist ein bisschen entstellter. Okay, 170 Naniten. Boah, ich hätte gern das hier. Protzig, Frachter angreifen. Okay, Frachter angreifen. 4 Monstrositäten. Machen wir das da. Ich glaube, das geht am schnellsten. Ja, das machen wir. Schaffen wir, glaube ich, am ehesten. Letzte bekannte Position erhalten. Kaufen. Ich bräuchte nämlich etwas, um Naniten herzustellen. Am besten wäre das... Oh, die hatten Phosphor. Okay. Hätten wir nix. Okay. Die Vermisste finden. Zu bringen, nach Hause zu gehen. Wo ist der denn? Auf dem Planeten. Okay. Ich glaube, ich hole tatsächlich unser Schiffchen hier rüber. Unseren großen Frachter. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht hier hinten. Und hier vorne ist ein schöner Planet. Ich möchte gerne auf den da. Was hat der denn? Der Planet, ich würde gerne mal wissen, was das für ein Planet ist. Ja, isotopischer Planet ist okay. Ist jetzt per se kein feindlicher. 38 Sekunden, passt schon. Das schaffen wir. Ach komm. Gleich. 3, 2, 1, nee. Doch, die haben uns jetzt. Aber ein bisschen spät. Ah, die landen genau vor uns. Ah, da vorne ist eine Flotte. Tschüss. Wir fliegen jetzt mitten in die Flotte rein. Vielleicht liegt sich ja jemand uns an. Einfach mal aus Prinzip. Ich finde die Flotte übrigens ganz cool da vorne. Jetzt kommen die näher, alles gut. Oha, oha. Hier, die Flieger. So. Wir schaffen das. Oh, die sind schon weg. Krass. Oder? Ja, die sind weg. Die greifen wahrscheinlich jetzt gleich die hier an. Oh, eingehende Nachricht von mir, guys. Hallo? Die Freude durch unheilige Geschäfte schlachten. Was bist denn du für ein Schüttchen? Okay, du siehst komisch aus. Ich will ja nichts sagen, aber du siehst echt komisch aus. Ja, Sprung dahin. Tschüsschen. Wir finden erstmal die vermisste Person. Scannen vielleicht noch ein bisschen Flora und Fauna. Kriegen noch ein bisschen Geld zusammen. Ja, Naniten kann man jetzt nicht mehr daraus machen. So traurig, wie ich ist. So. Ey, hombre. Oh, wir sind drüber. Nee, wir sind nicht drüber. Wir sind nur ein paar Sekunden entfernt. Auf geht's. Oh, der ist hier unten. Ich hoffe, ihm geht's gut. So, jetzt landen wir. Oh, aber der Planet sieht gar nicht mal hässlich aus. Ein Wüstenplanet. Moment, ich nehme das mal weg. Was gibbert? Wie viel? Oder wie viel gibbert? War das nicht Flora und Fauna?
Als habe ich das jetzt bekommen? Fauna nochmal. Ach, du Scheiße. Lass mich hier ein Tier finden, bitte. Ich hab ja fast nur Fauna. Hi. Ich sehe hier. Stopp. Hier irgendwo. Oh, ich will dich scannen. Wie viel gibst du mir? 51.000 nur. Na, das ist ein Mineral. Schade, dass wir keinen Mineralscanner oder sowas haben. Wir brauchen wahrscheinlich echt S-Teile hier. Komm, hör mal zu. Geh mal zurück zur Familie. Freund geben. Position übermitteln. Jetzt kann der Kunde machen, was er will. Okay. So, ich gucke mal. Kriegen wir hier irgendwas für einen Miethaufen gegen Baupläne? Wir haben schon alles besser hat. Dann ist das so. Ah, da vorne sind nochmal Naniten. Naniten bringen ja schon was. Wir müssen nur Platin finden, dann kriegen wir mehr. Und so glaube ich mal. Okay, wir springen zu unserem Kollegen, der ist da hinten. Nicht dieser Planet. Ja, ist mir klar. Tschüss, Gün. Moment. So, jetzt aber. Okay. Ah ja, wir fliegen natürlich am Planeten entlang, weil... Ja, da hinten ist die Raumstation. Oh, 31 Sekunden, hey. Oh, die Folge ist schon längst vorbei. Ach Gott, ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.